Dann ist das diese Höhle hier, die ich hier oben gesehen habe. Ich habe ja hier oben das Item angesammelt und habe diese Höhle gesehen. Dachte mir, das könnte sein, dass wir da weitergehen können. War schon irgendwo der richtige Weg. Ich gucke gerade, ob wir hier noch irgendwas haben an Items. Das ist hier unten. Ist vor allen Dingen ist ein Sonderbonbon. Das nehme ich so gerne mit. So, ich finde sowieso wahrscheinlich eh nur das gleiche, was ich schon mal habe, was ich alles schon habe im Team. So, ich gehe mal kurz. Ne, da will ich gar nicht hoch. Ich wollte eigentlich links hoch. Ich stand nur kurz falsch. Tut mir leid, dass ich zwischendurch einfach mal alles mitnehme. Aber wie gesagt, ich möchte sehr gerne Dinge mitnehmen, Dinge erkunden. Mein Mini-Pilz. Die ich vielleicht sonst gar nicht mitnehmen könnte. So, hier ist noch eine weitere Höhle. Und vielleicht lohnt sich das. Noch ein weiterer Mini-Pilz, okay. Die gibt es auch wieder Geld, glaube ich. Gibt es auch 1000 oder 1500 pro Mini-Pilz, wie auch immer. Und vielleicht gibt es da was Interessantes. Und ich glaube, wir haben gerade einen kleinen anderen Weg gefunden. Und der Boss wird am Gipfel etwas Großes tun. Und ich muss mich hier mit einem kleinen Eindringling herumschlagen. Du machst die ganze Stimmung kaputt. Kannst du dich schnell verlieren? Nö, ich gewinne am besten. So. Bronze. Ich werde wechseln. Ich gehe auf Galoppa. Ich weiß, dass jetzt der Hagelschaden oder der Hagelkörner mich natürlich immer weiter verletzen, aber ich nehme mal kurz was zu trinken, nehmen wir alle zu mir. So, es tut mir leid, dass ich jetzt gerade ein bisschen was lauter war. So. Ah, ich hätte Sonntag einsetzen können, da wäre der Hagel weg gewesen, ne? Ah, ich glaube, das könnte sogar sein, dass ich die Hagel könnte durch seine, um seiner Robustheit vorbeikomme. Level 49 für Empolia. Wir haben schon, unsere Krise ist leider jetzt momentan ein bisschen low level, liegt aber daran, dass ich das Team, das Mitglied erst zum letzten Mal zuletzt gefangen habe. So, Charmian. Und für Charmian ist natürlich ganz klar Meditale super geeignet. Und das werden wir dann auch jetzt machen. So, Spukball können wir natürlich nicht einsetzen. Liegt aber auch daran, dass das ein Normal-Pokémon ist und Geistattacken gegen Normal-Pokémon überhaupt nicht fokusvoll sind. Ist uns andersrum. Wurde uns auch bei Lamina schon in der Arena erklärt. So, Rüppel SPS siegt. Ach, du sollst mich eigentlich nicht besiegen. Das war nicht geplant. Hm. Blöd, ne? So. Okay. Mal was anders. Ich setze mein Pokémon jetzt mal nach hinten. Das Rex Breezer und Tete dabei, ja. Ich setze mal Ramaidon vor. Habe ich jetzt Bock drauf gerade, ja. Ich guck mal gerade, ob ich noch. Ich weiß, dass es Top-Trink jetzt Schwachsinn ist, aber ist egal. Ist mir auch egal. Eigentlich jetzt. So. Wir brauchen der Ramaidon Rex Breezer noch, um aufzuschließen. 5000. Versuche ich beim nächsten Mal Level ab, dann setze ich das von der Morgen einer, gewinnt direkt zwei Level. So, hier ist noch ein weiterer Rübel. Team Galactic wird die Kontrolle über alles übernehmen. Mach, was du willst, aber allein kannst du uns nicht aufhalten. Das werden wir sehen, ob ich euch nicht allein aufhalten kann. So. Ein kleines, süßes Bronze wird jetzt in den Boden gestampft. Hoffe ich zumindest. So. Du hast keine Schwebe drin, damit ist es okay. Hat er sowieso nicht. Also er hat nur entweder irgendwas mit dem Feuerattacken abzuschwächen oder Robustheit drin. Und damit ist dieses kleine süße Monster schon weg mit einem Schaufler. Golbat. Ja, Golbat ist auch kein Problem für uns. Das passt schon. Mit einem Steinhagel sollte das Golbat auch durchaus kein Problem. Sollte das Golbat besiegt sein und schon hätten wir noch einen Eisstrahl. Aber ich setze mal auf Steinhagel. So.
So. Gut. Er ist immer noch sauer, dass er verloren hat. So, sind wir jetzt durch oder kommt da jetzt irgendwie noch groß irgendwas? Ich glaube, wir sind durch, ne? Fast. Ich glaube, das sind jetzt noch der eine Rüpel und dann ist eigentlich durch. Du kannst stolz darauf sein, diesen Ort erreicht zu haben. Mit diesem fröhlichen Gedanken schicke ich dich nun auf den Heimweg. So, letzter Trainer für heute. Sehr wahrscheinlich zumindest. Da, ein Golbat. Naja. So, einmal ein klein bisschen Stein auf den Kopf. So. Tschüss, Golbat. Medital ist 49, Ramalon 48. Bronze. Dass er immer noch mit Bronze nur kommt. Dass er nicht mit der Weiterentwicklung kommt. Das entwickelt sich, glaube ich, Level 30 zu Bronzong. Und wundere mich gerade einfach, dass da nicht alles auffällt, sondern nur so ein Schwachsinn momentan. So, dann ist das weg, das Bronze schon mal. Und jetzt kriegst du noch einen Charmian. Ja, es ist genau das meine ich einfach. Versucht mich aufzuhalten. Ich habe Pokémon um die Level 45, 50. Und ihr kommt mit Charmian und Bronze. Naja, mir soll es recht sein, aber für mich ist es verschwendete Zeit. Vor allem Level 37. So. Und auf Wiedersehen. Du, wie kannst du das wagen? So, danke mir also für meine Großzügigkeit. Was für eine Großzügigkeit? Du hast mich trotzdem angegriffen. Großzügig wäre gewesen, wenn du gesagt hättest, hier geh durch, kein Problem. So, dann würde ich sagen, dann machen wir einen kleinen Break hier in dieser Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Und dann geht's weiter mit dem Gipfel des Kraterbergs. Bis dahin und ciao. Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Heute geht's weiter mit dem Gipfel des Kraterbergs. Die Speersäule. Jetzt geht los. Los geht's. Etwas Gewaltiges steht unmittelbar bevor. Komm uns plötzlich in die Quere. Du guckst so, als würdest du trotzdem in die Quere kommen. Habe ich recht? Ja, da kommst du mit uns zwei zu tun. Cool, wir kriegen mal noch einen Doppelkampf hinterher. Okay. Feuer, Entschuldigung. Mit insgesamt 4 Pokémon. Und zwar Pudax und Skakablu. Naja, Ramaido und Kramchef sollten eigentlich stark genug sein, um diese zwei aus dem Team, aus dem Kampf zu nehmen. So, also Steinhacke drauf für beide. Und ich nehme mir mit einem. Nehmen wir das Skankepoo weg. Naja, Finalschlag. Ich hätte es was wissen müssen. Ich wäre lieber auf Dings gegangen. Ja, Kraschow läuft Level 49. So, und das ist jetzt schon Geschichte des Pudox. Level 49 will Kramchef. So, jetzt kommt noch ein Charmian hinterher. Also Charmian, und du hast bestimmt noch ein Glibunkel hast du. Glibunkel hast du also noch. Okay, ich überlege gerade, wie mache ich es jetzt? Doch, ist richtig. Charmian, Schaufler. Und das. Den Flügelschlag auf Glibunkel. Gut, erste schon mal Geschichte. Toxiquack wäre einfacher gewesen für dich, aber naja. So. Ramaido und jetzt Schaufler ein. Und damit setzt Charmian wahrscheinlich den Kampf gegen Kramchef ein. Heimzahlung. Oh oh.
Ja, jetzt Zahlung, wenn ein gegnerisches Pokémon vorher besiegt wurde, wird die Attacke doppelt so stark. Also das kann auch ganz, ganz anders ausgehen. Deswegen nehme ich es mal mit, kurz, egal was du da jetzt hast. Vielleicht hast du noch irgendwo ein Item, was ich brauche. Nö, was nicht. Also, Feierabend. Diese zwei Rüppel sind für uns nicht mehr das, so das große Problem gewesen. Da war ich doch der stärkste aller Rüppel. Ah, ich habe mich von einem kleinen Kind besiegen lassen. Mann, das war echt eine erbärmliche Leistung. Wir lassen dich jetzt durch. Dann kannst du Boss dich fertig machen. Mach doch. Sollen sie doch. Ist mir scheißegal. Ich krieg die beide. Ohne Probleme. Also, who cares? So. Team aufladen und los geht's zum Finale am Kraterberg. Jetzt wird alles enden. Und es wird alles neu beginnen. Mit dieser roten Kette öffne ich das Portal in eine andere Dimension. Dialga, mythisches Pokémon und Meister der Zeit. Ich befehle dir, deine Macht für mich zu entfesseln. Dialga. Die Vernichtung allen Seins besteht bevor. Wenn alles vergangen ist, wird es keine Kriege und keinen Streit mehr geben. Später wird sich die Zeit verzerrt. Doch ich kann es jetzt auch aufhalten. Oh, guck mal, ein Drifloon. Gut, es ist Freitag, ne? Das ist das Pokémon, von dem in den Mythen erzählt wird. Der Schaffer von Sinnoh. Dialga, die Verkörperung der Zeit. Dialga! Diese Welt kann nicht mehr in das umgeformt werden, was ich will. Eine neue Welt zu erschaffen ist viel leichter, als die alte zu verändern. Eine neue Welt, in der ich alleiniger Herrscher bin. Ich werde eine Gottheit. Mach doch, komm her, grüßen Wahnsinniger. Jetzt nehme ich euch erstmal eure zwei Rüppel auseinander. Nur keine Eile. Ich verstehe ja, dass du unbedingt unseren Boss herausfordern willst, aber erstmal musst du an mir vorbei. Immerhin hast du mich schon einige Male ziemlich bloßgestellt. Mann, ich bin die Nächste. Du magst hier sein, doch diesmal werden auch wir die Samthandschuhe ausziehen. Augenblick mal, ohne mich findet hier keine Party statt. Klar. Ist das nicht der Kleine, der am See der Stärke noch weit weggerannt ist? Nein, inzwischen Stärke gewonnen. Ihr sollt recht sein. Wir schlagen euch 2 gegen 2. Mach doch. 6 Pokémon, ganz klar. Jeder 3. Und es fängt an mit 2 Bronzeln. Ich hätte jetzt tatsächlich Ich hätte jetzt tatsächlich 2 lieber mein Bugaloppa genommen, aber das ist genau das, was ich meine. Jetzt kannst du durch die Nachricht reinkommen. Ist aber nichts Wichtiges. So, ich muss mein Handy auf laut machen, weil ich, wie gesagt, auf Bereitschaft bin bis 18.30 Uhr, also noch circa 8 Stunden. Das kann also jetzt noch eine Weile dauern. Es kann sein, dass zwischendurch, wie gesagt, einfach mal ein Anruf reicht. Hey, du musst dringend arbeiten fahren. Das kann passieren. Der erste kam nicht heute Morgen schon um 4. Aber das war was anderes. So. Gut, dann nehme ich erstmal eine Bronze mit weg. Oder auch nicht. Okay, das möchte nicht sterben. Setz erstmal auf Gegenstoß ein. Das ist nur eine Unliederkacke. Tut mir aber nicht so weh. Auf meinem Fangso. Okay, geh auf meinem Fangso. Kein Problem. Meinem Fangso findet ihr, glaube ich, in den Bäumen. So. Ja, wie gesagt, in der nächsten Folge machen wir dann die Rüstungs. Machen wir dann die Insel. So, ich hoffe, dass ich das jetzt trotzdem hinkriege, mit beide Pokémon wegzukriegen. Mit einem. Eins zumindest davon ist schon mal weg. Ich hätte sie gerne beide mitgenommen. So. Gegenstoß weiterhin. Okay. Tut mein Faxo auch nicht so weh. Mein Faxo bleibt auf dem Biss und nimmt das zweite Bronze auch noch mit. Sehr gut. Weg mit dem. Skuntank. Okay, eure zwei Zug-Pokémon. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass die jetzt schon kommen.
Dann pushe ich mich mit Schwertanz. Er sitzt beim Fax und zieht ja zurück. Okay, was machst du jetzt? Scaraborn. Okay, Scaraborn ist natürlich vielleicht gar nicht so eine blöde Wahl gegen Schnurrgast. Und der war. Ja, gut, er setzt Schaufler ein. Das war mir fast klar. Und ich push mich jetzt erstmal. Hör auf mit dem. Okay. Er hat mit einer scheiß Giftwolke. Also, der Schaufler ist gar nicht so doof. Also, wie gesagt, das Ding habe ich definitiv noch nicht gewonnen. So, der Angriff steigt. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal gleich das komische. Wo ich kann nicht, ne? Das ist das Problem. Gehe ich auf auf. Das war mir ja jetzt klar. Das wird der aber nicht viel bringen, weil das ist. Gut, Schwertanz hätte ich jetzt gedacht. Jawohl, mich damit. Genau, sehr gut. Der Reflektor ist schon mal eine Geschichte. Das ist gar nicht so doof gewesen. Dankeschön, gut gemacht. Gut überlegt diesmal. 49 für Ramaidon. Du gehst auf Scaraborn. Das war mir fast klar, dass du mit dem Flammenwurf auf Scaraborn gehst. Das heißt, ich gehe jetzt natürlich weiter. Oh, weiter auf. Er hat natürlich verfehlt. Okay. Okay. Wir setzen das Golbat ein. Gut, dann mache ich jetzt was anderes. Dann setze ich jetzt eine Top-Genesung ein. Für mich. Um mein Team zu halten. Scaraborn wieder zurückzurufen. Okay. Ja, wir kämpfen ja theoretisch jetzt 12 gegen 6. Wir haben ja beide unsere 6 Pokémon. Und er hat ja nur. Die beiden haben ja jetzt nur 3. Der Schnurrgast ist schon Geschichte. Nebel. Machen wir jetzt hier? Statusveränderung. Okay, Statusveränderung heißt ja, wenn ich zum Beispiel meinen Angriff gepusht habe oder so. Das ist das Problem jetzt bei mir. Jetzt ist mein jetzt ist der Schwertanz zum Beispiel nicht mehr wirkungsvoll. Komm jetzt. Gibt's so. Jetzt hoffe ich, dass ich beide so kriege. Bonita weiterhin. Okay. Durch den Giftzahn. Ach, hör auf mit dem Scheiß! Bonita ist bereits vergiftet. Er macht den Finger in die Wunde gelegt. So. Ah, fast das Gantank mitgenommen, aber das Golbat ist schon mal weg. Mir war es andersrum lieber gewesen, das Golbat zu killen und das Gantank mit dem Volltreffer mit nach Hause zu ziehen. Ja, damit hätte ich was gerechnet. Ja, eigentlich wollte ich gegen das, wie ich das Kramschiff einsetzen, mit Raub, dass ich mir die Wehre nehme. Ramaidon neutralisiert das Gift. Okay. Ramaidon wartet auf meine Anweisung. Ist gut. Dann nehme ich dich jetzt raus. Im Zweifel kühle ich dich tief. Wenn du jetzt nicht ständig besiegt, mache ich den Maestral Feierabend. Ich glaube, Mars hat nämlich keins mehr. Oh, okay. Was hat das jetzt? Rülpser? So. Und dann ist hier finito. Aber du hast, glaube ich, noch eins. Du hast, glaube ich, noch ein Golbat, ja. Genau. Das hatte ich damit gerechnet, weil, dass ich von Mars beide Pokémon weg habe. So, jetzt setzt du Pflücker ein auf Golbat und ich mache jetzt mit dem Steinhagel Feierabend. Dann haben wir's. Dann haben wir's, liebe Leute. So. Rexblitzer erreicht. Level 45. 50 für Galoppa. 50 für Ramaidon. Also 3 Pokémon neu im Level aufgestiegen. Auf, Alter! Ich hätte wohl lieber allein kämpfen sollen. Ah, du bist stark geworden. Trotzdem hast du gegen keine Chance. Hehe, meine Pokémon sind stark, stimmt's? Ich kann bestimmt auch so stark werden wie sie. Aber ich fürchte, vor uns ist die Endstation. Moment, ich helfe dir. Cool, das mit dem geil. Dankeschön. So, das wäre erledigt. Der Rest liegt nur in deiner Hand. Oh, die Alga. Das ist. Fantastisch, überwältigend. Wir sind Zeugen der Geburt einer neuen Galaxie.
Ja, eines neuen Universums. Was? Safe. Wer ist Brit? Und Tomots. Die drei Pokémon um den Mittelpunkt. Das, was wir in Elysis in der Höhle gesehen haben. Und tschüss. Sie haben die rote Kette aufgelöst. Na gut, die stammt ja von ihnen, ne? Die wurden ihnen ja quasi, diese Juwelen wurden ihnen ja quasi weggenommen. Die rote Kette! Sie hat sich nicht aufgelöst. Wie konnte das passieren? Aber warum erscheint Wesprit, das Pokémon der Versehen der Wahrheit, neben dir? Egal, völlig egal. Es ist alles verloren. Meine Galaxie ist zerstört. Das kann ich nicht akzeptieren. Ich werde die drei wieder einfangen und eine neue rote Kette schmieden. Dafür will ich dich noch zerschmettern. Mach du mal. Und wir können nicht zwischendurch noch irgendwas machen. Deswegen hat Jan uns auch wahrscheinlich geheilt, weil wir sonst mit einem angeschlagenen Team gegen ihn angetreten wären. So, Kampfchef ist für uns natürlich gar nicht so eine schlechte Wahl, weil mit Ramaidon habe ich ein Pokémon, was Kramchef im Vorteil sein dürfte. Und nicht nur mit den Stein, mit dem Steinnagel, sondern auch theoretisch mit dem Eisstrahl. Aber der Steinnagel ist die wirkungsvollste Wahl. Tschüss. So, das Kramchef ist schon mal raus. Aber er hat noch welche. Nächstes ist jetzt Garados. Ein. Gut, das war jetzt. Garados, okay. Hm. Ich habe keine Elektroattacke, ne? Ich muss es tatsächlich irgendwie so auf die Reihe kriegen. So, was können wir denn riskieren? Wasser wäre eine Idee. Ja, es ist, wenn er jetzt nicht irgendwie was Blödes hat, dann versuche ich es mit Drex Blizzard. Das ist jetzt erstmal nur die für mich logischste Variante. Aber ich kann es halt nicht versprechen. So, ich setze Betroher ein. Und ich setze Hagelalarm ein. Und das sollte nur dir, Schäbe. Also super. So, wenn ich jetzt natürlich ein bisschen Vorteil habe, wenn er jetzt was macht, er weiß jetzt Knirscher ein. Okay, das ist gut. Das ist gar nicht so doof eigentlich. Weil ich kann mit Lawine mit einer doppelten Stärke auf Garados gehen. Zieht ihm natürlich nicht allzu viel an ab. Ich muss es natürlich jetzt klar Stück für Stück machen. Jetzt Garados zurück. Was hast denn du noch? Ich weiß was. Ich glaube, ich war. Okay, damit hätte ich jetzt gerechnet. Ich weiß, glaube ich, was er als letztes hat. So, ich weiß, was er jetzt als letztes hat. Ich könnte jetzt tatsächlich auf. Mache ich aber nicht. Ich probiere was anderes. Jetzt dreht sich das Ganze nämlich um. So, jetzt setze ich Schmalhorn ein. Eine Stahlattacke gegen ein Unlicht-Eis-Pokémon. Das sollte. Oh, okay. Ist die Bunde jetzt Schauflein? Blödes Missvieh. Ernsthaft? Okay, das Ding ist noch nicht gewonnen. Jetzt setze ich erstmal so einen Tag ein. So. Hm. Okay. Blöd ist es nicht, weil noch ist es nicht gewonnen. Noch ist es nicht gewonnen. Ich muss jetzt ein bisschen überlegen. Das war genauso wie gegen Namina. Da musste ich auch ein bisschen überlegen, wie mache ich das Ding jetzt. Aber wir kriegen schon irgendwie hin. Du wirst jetzt wahrscheinlich angreifen dürfen. Dementsprechend setze ich nochmal Schmalhorn ein und nehme mir das, wenn ich überlebe, das Pokémon aus dem Rennen. Sibunna. So, sehen wir das mal weg. Gut, perfekt. Ist gar nicht so doof. So, dann ist Kramchef und Sibunna schon mal Geschichte. Polion reicht Level 50. Kramchef fast. Explosion ist noch ein bisschen zurückgefallen. So, nächste Pokémon von ihm ist Garados. So, Ich
gehe wieder zurück auf Ramaidon. Auf Rixbizar. Hagelalarm, okay. Dann gehe ich weiter auf Lawine. Du gehst auf Knirscha. Okay, das ist nicht schlimm. Das tut nicht weh. So, und wenn ich jetzt eins noch überlebe, müsste das Garados weg sein. Es sei denn, du kommst jetzt mit irgendeinem Schmarrn. Tust du nicht. So, jetzt muss ich es nur überleben, dann ist Garados Geschichte. Ich habe 5 KP noch. Und damit war's was für Garados. Vinitalis erreicht ebenfalls Level 50, genauso wie Krabbenchef. Nur wie gesagt, Rexbizar ist es noch nicht. So, du hast jetzt noch X-Bad. X-Bad ist mir zu heiß. Dafür gibt's Ramaidon. Und damit müsste das Ding dann eigentlich Geschichte sein. Was wir nächstes Mal groß machen, es kann keine Flugattacken einsetzen, es kann keine großen Giftattacken einsetzen. Es kann schon, aber es tut dann nicht weh, aber. So, jetzt muss ich nur ein bisschen hoffen. Windschnitt. Windschnitt ist nicht sehr effektiv. Trotz Volltreffer. So, jetzt sitzt mich. Yes! X-Bad hätte auch ziemlich wehtun können. Und damit war's das. Ramaidon erreicht damit 51 und wir haben Cyrus besiegt. Kreideschrei brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich kann es nicht akzeptieren. Die in den Mythen erwähnte Kraft. Ich habe sie nicht so gesteuert. Ich habe sie mir so eigen gemacht. Was ist dein ultimatives Ziel? Was ist deine Vorstellung von Perfektion? Kennst du etwa nur das, was kostbar ist? Das, was mit seinem Licht die Welt erhält? Pah, es ist sinnlos, dich zu fragen. Doch ich werde nicht aufgeben. Eines Tages werde ich zu einer Gottheit und die ultimative Perfektion erreichen. Aber nicht mehr hier.